herzlich willkommen bei Prof de Panam, dem Kanal mit Lernvideos zur französischen Grammatik, Geschichte und Landeskunde. Hier ein kurzes Video mit einigen persönlichen Gedanken zum aktuellen Vokabular zur Corona-Pandemie. Wenn man sich die Berichterstattungen über die Corona-Pandemie in Deutschland und in Frankreich anschaut, fällt eines sofort auf. Beispielsweise spricht man in Deutschland immer von Lockdown, teilweise auch von Shutdown, in Frankreich von Confinement, ein Nomen, das Maskulinum ist. Oder als dann im Sommer das Ende des Lockdowns verkündet wurde, sprach man in Frankreich von Déconfinement. Oder jetzt neuerdings wieder ein neuer Lockdown im Deutschen. Im Französischen spricht man von Reconfinement. Es ist auffällig, dass wir in Deutschland für ein solches Phänomen wie die Corona-Pandemie sehr viele Anglizismen benutzen, während man in Frankreich durchaus in der Lage ist, die eigene Sprache für die richtigen Begriffe zu bemühen. Von daher ist die Frage, woran liegt es, dass man in Deutschland auf Anglizismen ausweicht? Möglicherweise dienen diese Anglizismen vielleicht zur Verharmlosung der Begriffe. Wenn man im Deutschen nachforscht, was könnte man für deutsche Begriffe wählen? Abschottung, Ausgangsbeschränkung, Ausgangssperre. Vielleicht sind diese Begriffe im Deutschen ja zu sehr schon historisch belegt. Vielleicht klingen sie auch zu brutal. Was meint ihr? Vielleicht könnt ihr mir mal in den Kommentaren schreiben, warum man in Deutschland eurer Meinung nach so sehr diese Anglizismen bemüht, während man in Frankreich durchaus französische Begriffe verwendet. Etwas anderes ist mir auch aufgefallen, wenn euch das interessiert, schreibt mir das auch in die Kommentare, wenn ich dem nachgehen soll, nämlich man hat einen ganz anderen Zugang zur Corona-Pandemie in Frankreich im Vergleich zu Deutschland. In Deutschland wird es eher von der wissenschaftlichen Seite betrachtet, während man in Frankreich das als eine Art Kampf ansieht. Präsident Macron hat im Frühjahr gesagt, man befinde sich im Krieg gegen diese Pandemie. Wenn euch das interessiert, gehe ich dem noch ein wenig nach und kann dann nochmal versuchen, weitere Begriffe in diesem Zusammenhang vergleichend zu präsentieren. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, nutzt ihr bitte die Kommentarleiste. Bis zum nächsten Mal.